Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video Food Champions. Wir bekommen heute wieder unsere Preise und ich habe es wieder in Gold 2 geschafft. Und gleichzeitig bekommen wir natürlich auch noch unseren Monatspreis aus dem Oktober, der bei mir leider nicht ganz so gut ausfällt, weil ich nicht alle Wochenende gespielt habe. Und da wollen wir einfach mal reinschauen, was wir bekommen. Ich drücke einfach mal drauf, wir schauen, was wir hier bekommen. Food Champions Weekend League seht ihr, ist für den Monat, da habe ich es leider nur in Silber 1 geschafft und ich weiß gar nicht, was wir dafür bekommen. Ein Silber Food Champions Set, das ist jetzt nicht berauschend, aber ich habe natürlich auch schon ein paar Videos gesehen von Leuten, die da, was weiß ich, in ihren Goldsets aus dieser Monatsbelohnung Ronaldo bekommen haben und so weiter. Das ist natürlich ziemlich krass, das kann ich leider nicht schaffen, aber in der Woche haben wir natürlich trotzdem Gold 2 geholt, was uns aktuell auf einen guten Weg bringt, Gold im Monat zu holen. Da würden wir dann zumindest 3 Gold Informs bekommen am Ende des Monats. Wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Jetzt bekommen wir wieder ein seltenes Goldset und 2 seltene Jumbo Goldsets, die wir letzte Woche schon hatten, und 45.000 Coins. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal rein in unsere Sets. Wir haben jetzt hier ein Silber oder ein exklusives Foot Champions Version der Team der Woche Spiele aus dem Oktober. Da bin ich wirklich gespannt, wer da drin ist. Ich kann sie überhaupt nicht einschätzen. Und dann haben wir natürlich noch die anderen 3 Sets, die letzte Woche eigentlich richtig gut waren. Und dann würde ich sagen, labern wir nicht lange rum, starten wir direkt rein mit dem seltenen Goldset und mal schauen, wen wir da bekommen. Großer Stern auf jeden Fall. Das ist Bernd Leno, 86er. Eine ziemlich gute Karte auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob der noch ein bisschen was wert ist. Wahrscheinlich so um die 10.000. Ja, habe ich ganz gut geschätzt. 9.000 Coins für Bernd Leno. Ist auf jeden Fall schon mal ein ziemlich guter Start. Und Clichy natürlich auch nicht so schlecht. Und Bart Stuber bekommen wir auch noch. Aber der ist, glaube ich, nichts wert. Habe ich auch schon im Verein. Und dann kommen wir gleich mal zu den nächsten beiden Sets, zu den seltenen Megasets. Dort haben wir Spieler- und Verbrauchsobjekte, 30 seltene Objekte. Und da waren letzte Woche ja richtig gute Spieler drin, wie zum Beispiel Marquisio oder auch Icardi in Form. Und hoffentlich diese Woche wieder ein Inform aus dem Team der Woche, was natürlich richtig geil ist. Und es wäre wirklich, ja, ich würde mich wirklich ziemlich freuen, wenn jetzt hier Neymar oder ein Payet oder wie auch immer kommen würde. Und deswegen würde ich sagen, starten wir einfach direkt rein, öffnen das Pack. Und es ist auf jeden Fall kein Walkout und auch kein so guter Spieler. Fonte von Southampton, 83er. Ist ganz okay, ist jetzt nichts wert mehr, glaube ich. Coman immerhin noch, der ist, glaube ich, noch ein paar Coins wert. Ah, der geht immerhin noch für 3.000, aber den behalte ich, glaube ich, im Verein. Ist eine ziemlich gute Karte, den kann man öfters mal bringen. Dazu noch 4.000 Coins, ist nicht schlecht. Und die sind, glaube ich, nicht wirklich was wert. Masuaku vielleicht? Nee, auch nicht. Und gehen wir direkt mal weiter ins nächste Pack, ins letzte Set von der Woche. Werden wir dann, oder bevor wir dann zu unserem Foot Champions Set kommen, wo leider nur ein Silberspieler drin ist dieses Mal, öffnen wir das Silber, das Gold Set. Und ah, das ist auch wieder kein guter Spieler. Das ist der Viviano von Genua. Ja, leider nicht so gut die Preise wie letzte Woche. Mal schauen, wenn wir hier noch haben. Fernandes, Corona, Navas, die sind alle nicht wirklich was wert. Schade eigentlich. Butland könnte vielleicht ein bisschen was wert sein noch. Eder und Rafinha vielleicht. Bringt uns das noch ein bisschen was. Rafinha, denke ich mal, geht für 1000 Coins ungefähr noch weg. Und die anderen stoße ich ab. Die werden uns nicht viel bringen. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Silver Foot Champions Set. Ein Silberspieler. Ich hoffe natürlich auch in der geilen Farbe, die es aktuell ja gibt. In diesem Weiß-Rot. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Da werden wir vielleicht auch eine Mannschaft drum bauen. Könnt ihr auf jeden Fall mal sagen, wenn ich da eine Mannschaft
außenrum bauen soll um den Silberspieler, den wir jetzt bekommen. Ich öffne das Set einfach mal, wir schauen, wer es sein wird. Und ja, das ist diese geile rote Animation und das ist, ja, Nekai Chick irgendwas aus, keine Ahnung. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die beste Silberkarte, aber es sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus mit diesem Silber und diesem Rot. Ist aus der russischen Liga. Ihr könnt gerne mal drunter schreiben, ob ich um den hier eine Mannschaft bauen soll oder ob wir das erlassen sollen, ob ich den einfach in meinem Verein versauern lassen soll. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich packe den auf jeden Fall in den Verein. Nächsten Monat wird es auf jeden Fall ein besseres Set geben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich kann euch mal zeigen, wo ich aktuell stehe. In der besten Liste. Schauen wir einfach mal in die Monatsliste. Und da habe ich aktuell 45 Siege aus 80 Spielen. Und die Rangprognose ist Gold 1. Also wir brauchen eigentlich nur noch 22 Siege aus 80 Spielen. Und bekommen dann 3 Team der Woche Spieler, 3 Gold Team der Woche Spieler. Und falls ich tatsächlich noch 97 Siege erreichen würde, was jetzt 52 aus 80 bedeuten würde, würden wir sogar 11 Team der Woche Spieler kriegen, was wirklich ziemlich geil wäre. Aber ich glaube nicht, dass ich das erreichen kann. Wäre auf jeden Fall ziemlich geil und dann würde ich sagen, beenden wir das Video für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun für mehr FIFA-Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wie immer im nächsten Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Jules. Haut rein!